Hallo, liebe YouTube-Abonnenten. Herzlich willkommen zu einem weiteren Video. Ich will euch heute mal zeigen, wie man einen ESO-Switch-Piloten in ein bestehendes System einprogrammiert. Ich bin gebeten worden, per E-Mail das doch nochmal vernünftig zu machen. Dieser Bitte möchte ich nachkommen. Wie das gleich funktioniert, das zeige ich euch etwas später hier in dem heutigen Video. So, dann möchte ich eben euch noch zeigen, was ich diese Woche gemacht habe, beziehungsweise geschafft habe. Ich mache mal einen Schnitt. Ich muss mal Kamera wechseln. So, und da bin ich wieder. Also, wie ihr seht, habe ich diese Woche mehr unter der Platte gelegen als obendrauf. Meine Weichen sind, soweit es geht, alle angeschlossen. Ich glaube, 4, 6 Weichen muss ich noch mit Servus, versehen. Und ja, es hat mich eine Menge Arbeit gekostet, das alles wieder so genau hinzuprogrammieren und hinzubasteln, wie das an der alten Anlage drüben in Bergstadt unterm Dach war. Aber letzten Endes funktioniert alles reibungslos. Ich kann das ja mal hier demonstrieren an der Weiche hier vorne. Da habe ich es einen kleinen Servo angeschlossen. Ich muss mal gucken, ob ich jetzt die richtigen treffe hier. Ne, natürlich nicht. Ach ne, mein Rockrail. Doch. Ja, da funktioniert es gerade aber nicht. Ihr seht, dass der Stift sich hier bewegt, aber irgendwie habe ich da nicht richtig ja, das ist der Vorführeffekt, verdammte Scheiße. So, eigentlich müsste er jetzt, ja, hier war irgendwo Schmutz zwischen. Mal probieren. Zack. Ja, war ein bisschen Schmutz eben drin. In die Richtung funktioniert er noch nicht. Wie gesagt, die Feineinstellung, die muss ich jetzt noch vornehmen. Den habe ich, glaube ich, noch gar nicht so richtig fein eingestellt. Gut, der funktioniert nicht richtig, aber ich denke mal, bei dem hier können wir es nochmal probieren, der, um es euch zu zeigen, dass der einwandfrei funktioniert. Tut er auch nicht. Doch, hier. So, hier mal eben. Zack. Zack. Also ich habe selbst diese alten Weichen mit Servos versehen. Ja, so Schalter scharf, so mit Servos von unten versehen, weil es einfach eine günstige Alternative ist zu den Magnetantrieben, die ich hier. Da sind jetzt noch 3, die ich verbaut habe, oder 4, die ich verbaut habe. Die haben es überlebt. 2 sind kaputt gegangen. Da hinten habe ich noch 1, 2, 3. Ja, die funktionieren aber auch nicht mehr so richtig. Ich weiß nicht, für teuer Geld 20 Euro so ein Ding neu und halten 2 oder 3 Jahre, das ist irgendwie nicht Sinn der Sache. Deswegen steige ich um auf, da sehe ich da, auf die Servos. Ich habe hier oben in diesen kleinen Umschaltern, wo normalerweise der Steckplatz drauf, da habe ich ein ganz kleines feines Loch mit dem Dremel reingebohrt. Und den Stelldraht von unten einfach durch die Platte hoch. Das Loch ist ein bisschen groß. Ja, das muss auch sein, weil der ganze Bügel sich ja oben ein bisschen bewegen muss, der Stelldraht. Aber man kann das hinterher mit Grünzeug und Büschen kann man das so verdecken, dass man das gar nicht sieht. Und funktionieren tut es einwandfrei. So, jetzt, ja, ich habe hier schon einiges Rollmaterial schon wieder aufgestellt. Meine V221 da hinten. Der Tomix hat auch ordentlich zu tun, der hat ordentlich Dreck aufgesaugt. Meine letzte Errungenschaft, die ich noch in Bergstadt unterm Dach hatte, meine Lanxess Diesellokomotive. Jo, jetzt geht es darum, wie gesagt, um die Programmierung eines ESO-Switch-Pilot für Servo. Und dazu brauchen wir, wie gesagt, ein Decoder. Gibt es für 29 Euro, 27 Euro teilweise auch im Netz.
Und ich habe hier 4 Servos, kostet einer 1,50 Euro. Und in digital funktioniert einwandfrei. Oder 2,25 Euro, ich weiß es gar nicht. Ich glaube 2 Euro oder 25, 1,25 Euro. Also für schmales Geld funktioniert prima. Kann man jede Weiche mit ansteuern, auch andere Sachen. So, was brauchen wir noch? Meine Lieblings-App, die Z21, die neue. Gezwungenermaßen. Ich habe die alte nicht mehr drauf. Ich scheiß auf diese ganze. Aber ich wollte euch hier nochmal zeigen, wie man gleich diesen Switch-Piloten digitalisiert, beziehungsweise in das System einbindet. Dazu lege ich euch gleich nochmal erstmal aus der Hand und komme gleich wieder. So, da bin ich wieder. Also, was ihr benötigt, ist einmal, wie gesagt, diesen Decoder. Und an diesem Decoder müsst ihr vorbereitend laut der Betriebsanleitung und auch wie es in der Praxis sich tatsächlich erwiesen hat, hier ist einmal der Steckkontakt für Daten und Strom. Und bei der Erstinstallation, bei der ersten Programmierung dieses Decoders müsst ihr direkt diesen Stecker an eure Zentrale verbinden. Habe ich hier auch schon mal vorbereitet. Nicht Strom an einen externen Trafo anschließen. Das ist ganz wichtig. Direkt an eure Zentrale. In diesem Fall habe ich eine Z21. Da werde ich jetzt mal eben dieses gute Ding anstöpseln und komme dann gleich wieder. So, da bin ich wieder. Also, nochmal ganz wichtig. Laut Betriebsanleitung die Ersteinrichtung bei dem Switch-Pilot direkt an die Z21 anschließend Daten sowie auch den Stromanschluss. Müsst ihr dann halt so überbrücken von rechts nach links und dann anschließen. So, als nächstes müsst ihr, ich hoffe, man kann das jetzt gut erkennen, die Z21 öffnen. Ich gehe in den Programmiermodus auf manuell. Ich habe das hier schon mal vorbereitet und sage ganz einfach die CV lesen. Moment, eben nochmal eben, das brauche ich nicht, das brauche ich nicht. So, einmal auf Adresse programmieren gehen und dann auf CV auslesen. Jetzt müsste hier eigentlich gleich die 1 erscheinen, weil ESO standardgemäß die Adresse 1 vergibt. Ist ja auch logisch, da ist er erschienen. So, da ich schon insgesamt 4 Decoder besitze, muss ich hier ersetzen die 1 in die 5. Ich hoffe, ich habe jetzt richtig gezählt. Ja, 4, 5 und CV setzen auf 5. Und das war's schon zum ersten. So, dann als nächstes ist laut Beschreibung gefragt, hier vorne sind die Anschlüsse für die Servos von links nach rechts, Servo 1, 2, 3 und 4. Dann nehmt ihr den ersten Servo mit dem gelben Kabel, bei diesen Servos zumindest nach außen auf den Steckplatz. Kann man jetzt, oh, ich verbitte, so. Und schon hat der einmal der Servo sich kurz bewegt. Und jetzt habt ihr die Möglichkeit, jetzt mache ich da erstmal einen Zapfen drauf. Jetzt muss ich mal eben gucken, ob ich schnell auf die Schnelle einen finde, damit man das visuell sehen kann, wie sich der Arm da oben drauf bewegt. Hier so ein Teil. Die sind da in den Servos für 1,25 Euro oder 2,50 Euro, 2,25 drauf dabei. So, der kommt jetzt hier oben da drauf. Provisorisch ohne Schraube. Scheiße, passt nicht. Dann habe ich den falschen. Muss ich nochmal eben. Ups. Kicken, ob ich noch irgendwo einen anderen habe. Der ist ein bisschen größer. Der passt. Ups. Ja.
So, jetzt habt ihr die Möglichkeit, diesen Servo entsprechend zu konfigurieren. Das heißt, Anschlagpunkt A, Anschlagpunkt B, dann die Geschwindigkeit, in dem sich der Arm drehen soll. Man kann das gut über die CV-Programmierung machen. Ist ein bisschen komplizierter alles. Man muss sich erst einmal über den Switch-Piloten hier, über den Servopiloten, ja, Switch-Pilot, informieren, welche CV wo zu finden ist. Man hat allerdings auch eine einfache Möglichkeit. Hier hinten ist die Programmtaste, eine kleine Status-LMB, Plus, Minus und diese vier Dioden für die jeweiligen Ausgänge 1, 2, 3, 4 für die Servos. So, und da drücke ich jetzt hier den. Warte, lass ihn dreimal aufblinken und dann blinkt hier Servo 1. Und jetzt kann ich, versuche dir mal hier ein bisschen hinzustellen, dass ich alles auf ein Bild kriege. Ja, das mit der Scharfstellung ist nicht so. So, jetzt blinkt er hier vorne, das vordere blinkt, das ist der Programmiermodus. Ich habe hier die Plus- und die Minustasten. Jetzt kann ich zum Beispiel Anschlagpunkt 1 festlegen. Gehe, drücke diesen Knopf. Und ihr seht, jedes Mal, wenn ich ihn drücke, bewegt sich der Servo. Ich möchte ihn aber, das ist jetzt hier, sagen wir mal, Ausgangsstellung 0. Und ich möchte ihn jetzt so ungefähr, ja, 45 Grad nach links bewegen. Wie gesagt, provisorisch, nur mal zu zeigen, so um, das ist so der reelle Weg. So, jetzt habe ich Punkt A erreicht, da lasse ich es. Und jetzt drücke ich vorne wieder die Programmtaste um den Anschlagpunkt B. Jetzt ist er automatisch rübergewandert nach rechts. Jetzt kann ich da noch sagen, okay, ich will hier noch weiter, muss der Buch andere Richtung. Anschlagpunkt B soll da sein. Drücke dann wieder die Programmtaste. Und jetzt wandert er hin und her zwischen Punkt A und Punkt B. Und jetzt habe ich noch die Möglichkeit, die Geschwindigkeit des Servos zu steuern, indem ich sage hier, ich mache es langsamer. Seht ihr? Er wandert langsamer. Das heißt, ich kann damit die Geschwindigkeit der Umstellung der Weichenzunge beeinflussen. Ja, man kann es auch hier ein bisschen schneller machen. Je mehr mal ich drauf drücke, desto schneller geht er hin und her. Ja. Und hier, da ich ganz gerne jetzt am langsamsten, ein bisschen, na, so. Mir ist die Geschwindigkeit nicht unbedingt wichtig, dass das so reell ist, dass die so langsam geht. Ich muss ja auch mal ein bisschen Schmack. So, dann kann ich abschließen, Servo 1, abschließen, indem ich diese Programmtaste wieder drücke. Jetzt wandert das LED, wie ihr seht, auf Servo Nummer 2. Ich nehme Servo Nummer 2. Schließe den an Steckplatz 2 an. Wieder auf die richtige Polarität achten. Passiert aber nichts, wenn man es verkehrt rum steckt. Da reagiert der Servo einfach nicht. So, das habe ich jetzt falsch gemacht. Ein bisschen, ja, das Licht ist hier ein bisschen schlecht, Leute. Es tut mir leid. Ich werde beim nächsten Mal darauf achten, dass ich ein bisschen besseres Licht hier habe. So, jetzt habe ich Servo 2 drauf. Hier ist er. Da. Jetzt muss ich dann wieder noch so einen Arm drauf friemeln. Ob ich hier noch einen habe. Jo. So, den setze ich jetzt hier mittig drauf. Auch nur provisorisch, ohne festzuschrauben. Um das deutlich zu machen. So, rechts der Servo, den wir schon programmiert haben. Der Programmiermodus blinkt und auch hier gehe ich jetzt auf die Plus-Taste. Und ihr seht, so, Punkt A. Drücke da so, man kann ständig drauf drücken, man kann auch jeden drücken, einzeln machen. So, das ist jetzt Anschlagpunkt A. Programmiertaste gedrückt, jetzt wandert er zu
Punkt B rüber. Und jetzt sage ich, da soll man noch ein bisschen weiter rüber gehen. Punkt B. So, C ist jetzt quasi die Geschwindigkeit, mit der er zwischen Punkt A und Punkt B sich bewegt. Die ist ausreichend. Und schließe die Programmierung ab. So habe ich dann schon mal für 1 und 2 die Programmierung abgeschlossen. Und jetzt melde ich ganz einfach 3 und 4 auch noch an. Man muss zum ersten Mal, soll man, das ist die, wie gesagt, wenn man sich die Beschreibung durchliest, das ist alles sehr, ich weiß nicht, was für drogenkranke Leute sich diese Beschreibung bei ESU ausdenken. Das ist ein Kauderwelsch. Otto Normalverbraucher. Am besten probiert ihr es selber aus. Glaubt nicht an den Blödsinn, der in dieser Dings drin steht. So, hier haben wir jetzt die dritte laufen schon. Jetzt drücke ich hier einmal drauf. Ich mache jetzt nur erstmal Punkt A. Ja, sieht man jetzt nicht, weil ich keinen Arm drauf habe. Ich drücke ein paar Mal drauf, dass der angemeldet ist quasi, dass der Servo einen Stromverbrauch wahrnimmt quasi. So, jetzt ist er schon zum nächsten rübergelaufen. Dann schließe ich noch den vierten Servo an. So, und auch da drücke ich einmal die Taste nach rechts. Programmiermodus nach links. Bewegt er sich ein bisschen, weil er zwischen Punkt A und Punkt B hinterher macht. Sage ich mal ein bisschen langsamer. So, Programmierung abgeschlossen. Dann gehen alle Lichter aus und dann sollte es das gewesen sein. So, das ist die Erstprogrammierung. Diese Schritte müsst ihr machen. Und jetzt könnt ihr auch, wenn alle 4 Servos angeschlossen sind, ich schreibe da jetzt gleich Nummern drauf. Hier auf die Servos, wo die nachher an den Steckplätzen rankommen. Ihr könnt dann diese Überbrückung rausnehmen, könnt jetzt eine externe Stromversorgung anschließen und das Datensignal auch separat in eure Ringleitung mit einbauen, wie ihr immer wollt. So, das ist wie gesagt die grobe Einstellung mit den Servos. Ich baue jetzt dann diese Servos immer unter der Platte mit meinem Stelldraht. Durch die Weiche oben durch den Umschalter und nehme dann die Justierung, die Feinjustierung nochmal vor. Das kann man dann, man kann es mit diesem Datenkabel direkt an die Z21 anschließen und dann jeden einzelnen Servo nochmal zu justieren. Ich mache mir aber die Mühe nicht. Ich mache alles über diese 3 Schalter, das ist vollkommen ausreichend. Wenn die Weichezunge umgelegt ist, dann ist das schon zu Genüge getan. So, das war das. Hier leuchtet auch nochmal sicherheitshalber, habe ich eben nochmal ausgelesen. Ich lese sie nochmal aus. Sicherheitshalber müsste jetzt die 5. erscheinen. Ich hoffe, das tut es jetzt auch. Kleinen Moment warten. Nach der Programmierung der Servos prüfe ich das immer nochmal ganz gerne. Na? 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 Ja, da tut sich jetzt gar nichts. Keine Ahnung warum. Normalerweise dauert das gar nicht so lange. Ja, vielleicht liest er jetzt die ganzen CVs aus, die wir jetzt eben quasi durch die Tasten verändert haben. Das sind dann natürlich schon wieder ein paar mehr. Ja gut, ist jetzt auch nicht weiter wichtig. Normalerweise müsste das einwandfrei funktioniert haben. Ich will nochmal eben hier hochwandern, Adresse programmieren, CV lesen. Also wenn man auf CV lesen klickt, dann müssten normalerweise alle Servos mal eben einmal kurz so eine Art durchzucken. Das haben sie eben auch gemacht. Ich denke mal, das dauert jetzt ein bisschen länger, wenn die ganzen Servos da dran sind, um die CV da auszulesen.
Kann natürlich auch wieder an dieser geistreichen App liegen. Die letzten 2 Monate, wo ich nichts mit der Modellbahn zu tun hatte, ist immer noch kein neues Update hier fürs Android-System rausgekommen. Es ist ein grauenvolles Szenario. Aber gut, okay, man kann es nicht ändern. Nee, so, da passiert jetzt nichts. Ich denke mal, aber ich werde das ja nachher nochmal ausprobieren. Das Prinzip der Programmierung ist klar. Wie gesagt, ihr müsst diese Schritte so ja, abarbeiten, wie ich es euch eben gezeigt habe. Auf keinen Fall bei der Programmierung eine externe Stromquelle anschließen. Das steht da ganz genau in der Beschreibung, ganz dick fett drin, immer und immer wieder. Gut, was möchte ich jetzt noch erzählen? Ich habe, wie gesagt, die meisten Weichen sind elektrifiziert, die funktionieren. Ich habe es darauf geschafft, meinen alten Gleisplan hier auf Rockrail rüberzuziehen auf den neuen Laptop. Und dieses ist ja noch der alte Gleisbildplan und den werde ich jetzt in den nächsten Tagen verändern. Und da gibt es dann nochmal ein spezielles Video drüber, wie ich das mache. Das heißt, ich fange jetzt nicht nochmal extra ganz neu von vorne an, sondern ich erkläre euch ein bisschen Rockrail. Ich möchte ein bisschen über Rockrail erzählen, weil ich in den letzten 2 Monaten mich ohne die Modellbahnanlage mit Rockrail beschäftigt habe und da bin ich auf etwas gestoßen, was mich interessiert, das Philips Hue. Und wenn man auf Philips Hue geht, das ist ja dieses Leuchtsystem für, was man auch unter anderem in Smart Home Anlagen einbinden kann, dass man in diese Hue Bridge eine 2 oder 3 Glühbirnen mit einbindet, die verschiedene Farben leuchten oder als Alarmanlage, als Signal irgendwie in einer Smart Home Anlage dienen. Und da gibt es dann eine sogenannte API-Schnittstelle. Und da habe ich mich mal ein bisschen weiter durchgelesen. Wenn Rockrail die Schnittstelle, wie zum Beispiel auch hier unten Zigbee ist ein Funkübertragungsstandard bei Smart Home Geräten. Das heißt, ich kann an diese Zigbee-Frequenz verschiedene, ja, hat jetzt mit der Modellanlage erstmal nichts zu tun, deswegen war ich ja auch so verdutzt, was hat das alles mit Modellbahn zu tun? Das ist eigentlich Smart Home, ist das doch eigentlich. Das ist ein Funkstandard, mit dem man verschiedene Hersteller ihre Produkte in ein ganz bestimmtes Funkprotokoll einbinden können, um zum Beispiel mit Alexa oder mit dem Google Assist zu sprechen und sagen, hör mal, schalt mal die Lampe dann ein oder schalt deinen Fernseher aus oder mach dieses oder jenes oder sag mir, wie das Wetter ist. Und dann habe ich ein bisschen weiter mich in diesem Wiki durchgelesen, da ich ja nur als Fachinformatiker auch ein bisschen was von Programmierung verstehe, werde ich es über den Winter versuchen. Jetzt kommt es ganz bekloppt, für einige Leute werden jetzt sagen, hey, der tickt da durch, ne? Meine Modelleisenbahn über Google bzw. Amazons Alexa zu bedienen. Zumindest einige Grundfunktionen sind möglich. Ich habe da schon mal so ein bisschen experimentiert. Das möchte ich aber euch in den nächsten Videos, in den nächsten Monaten mal zeigen. Zum Beispiel, dass man einen Not-Halt hat, wenn man jetzt zum Beispiel irgendwo hinter der Anlage rumkriecht oder unter der Anlage, man möchte irgendeine Funktion. Man hat jetzt nicht sein Tablet dabei oder man kann jetzt nicht an den Computer mal eben schnell rangehen, sondern sagt so, Alexa, stoppe die Modellbahn oder Alexa, fahre die V221 um 10 Meter vorwärts. Nur so als Beispiel, das ist ganz blöd genannt. Das ist natürlich ganz weiter Humbug, ganz weit raus, schon in die Ferne gerückt, ob das tatsächlich wirklich so machbar ist, ein entsprechendes Protokoll zu schreiben und auch so eine App vielleicht zu programmieren, da diese API-Schnittstelle und die Zigbee. Da kenne ich mich schon so ein bisschen mit aus. Ich hatte da mit der Smart Home Anlage hier jetzt beim Umzug zu tun gehabt. Denke ich mir mal, dass das möglich ist. Ob es letzten Endes umzusetzen ist, ist wieder eine ganz andere Geschichte. Und wie und ob das überhaupt Sinn macht. Aber das ist, wie gesagt, ganz weiter Zirkus. So, wie gesagt, die nächsten Tagen werde ich mich weiter beschäftigen mit der Umstellung hier in den Gleisplan. Dann werde ich ein bisschen was über Rockrail erzählen und versuchen, dann demnächst auch meine erste Rückmeldemodule einzubauen. Da werde ich dann den Guido, mit dem ich schon tierisch auf den Sack gegangen bin in den letzten Tagen, ein bisschen mal befragen, wie das funktioniert. Ich denke mal, da ist so ein bisschen noch das Verständnis weg, wie das letzten Endes alles funktionieren soll. Ja,
Aber ich denke mal, mit dem Guido werden wir das schon zusammen hinkriegen. Ja, dann noch was kurz in eigener Sache. Ich habe neulich, ich glaube, es war gestern oder vorgestern, mit dem Michael aus Rastatt, den ich hier nochmal ganz herzlich grüßen möchte, darüber diskutiert, über Sinn und Unsinn einer vollautomatischen Steuerung über PC, dass man eine Modelleisenbahn, man geht in seinen Raum rein, fährt den Rechner hoch, drückt auf den Knopf und die Eisenbahn macht ganz von alleine was, oder ob man alt eingebracht, hätte ich beinahe gesagt, analog eine Eisenbahnanlage aufbaut und steuert. Das ist natürlich jedem selbst überlassen. Jeder soll seine Eisenbahn bauen, wie er will, dann soll sie auch so steuern, wie sie will. Ich möchte das halbautomatisch machen. Ich möchte ein bisschen Computerunterstützung haben und ich möchte letzten Endes auch noch einen Handregler in der Hand haben, dass ich sagen kann, ey, okay, ich möchte hier mit der Hand rangieren oder eben auch eine Lok oder einen Zug eben mit der Hand anfahren lassen. Blockstellensystem möchte ich machen, dass die Züge sich nicht untereinander irgendwie Crashs machen. Deswegen ist diese PC-Geschichte für mich ganz wichtig. Aber ich respektiere natürlich auch andere Leute, die das mit dieser App machen, mit der Z21-App machen, mit Tablet-Steuerung. Ich komme mit der Tablet-Steuerung überhaupt nicht zurecht. Wenn man zum Beispiel, ich habe das jetzt schon ein paar Mal erlebt, ich habe hier, wie gesagt, dass es ja mehr geht, das ist mein Gleisbildplan, nur die Weichen, wie sie jetzt verbaut sind, wie sie auf der Platte liegen. Und teilweise habe ich, wenn ich das jetzt größer zoome und ich mit dem Finger drauf tippe, dann reagiert dieses Symbol nicht. Das mag natürlich an allererster Linie auch an dem Tablet liegen. Es ist ein Samsung Galaxy Tab 2. Wenn ich jetzt ein iPad hätte, dann würde das alles wahrscheinlich butterweicher funktionieren, aber ich gebe nicht 1000 Euro aus für ein iPad, um diese App da zu installieren und dass ich letztendlich auch den kompletten Gleisbildplan hier drauf machen kann und vielleicht noch mit Bildchen hinterlegen. Das ist für mich Kitsch ist das. Also das ist für mich völlig wertlos. Wer es macht, das finde ich in Ordnung. Ich glaube, in der alten App, da gibt es diese Möglichkeit. Ich bin froh, dass es hier nicht ist. Ich habe es auch nie in der alten App ausprobiert. Jeder soll das so machen, wie es einem gefällt. Jo, das nochmal ganz einfach, weil viele Leute letztens mich mal geschrieben haben, auch über die Facebook-Gruppe. Mensch, Thomas, du machst da so viel mit diesem PC, das ist da doch. Hat auch mit Modelleisenbahn nichts mehr zu tun und das kostet alles viel zu viel Geld, das ist doch alles viel zu teuer, teurer als ein analoger Echt. Wenn man es genau ausrechnen will, setzt euch mal hin, wenn ihr vier Weichen bedienen wollt, analog und digital, rechnet das mal zusammen, was ihr alles braucht und dann werdet ihr feststellen, dass es in seltensten, meisten Fällen plus minus null ist, die Differenz zwischen beiden Systemen. Ja. Also jeder soll das auch vor allen Dingen so machen, wie er will. Und ich brauche auch so ein bisschen die Herausforderung, eben nicht nur analog fahren, Kreis setzen, ein Trafo aufdrehen, das kann jeder. Das kann jeder und das soll auch jeder machen, wie er will. Für mich reicht das eben nicht. Ich möchte eben ein bisschen die Herausforderung mit diesem ganzen Digitalen und mit diesem PC haben. So, das war das. War jetzt keine Kritik, Michael, falls du das hier mal hörst. Wir haben das dann diskutiert in aller Ruhe. Alles gut. Ich wollte das nur, weil auch andere Leute, ich mit anderen Leuten da diskutiert habe. Auch bei YouTube gibt es da einen, den Michael aus, ich weiß nicht, aus Düsseldorf oder so, den 123 Freelancer, der jetzt von sich da eine H0, eine N-Anlage gebaut hat, in analog und jetzt auf H0 wechselt, was ich persönlich akzeptiere. Das ist absolut in Ordnung. Jeder soll das bauen, aber ich kann das irgendwie überhaupt nicht nachvollziehen. Einmal N-Bahner, immer N-Bahn oder jemand, der H0 irgendwann mal im Leben mit angefangen hat, der wird wahrscheinlich auch immer bei H0 bleiben. Vielleicht ist das jetzt auch nur so ein N bei ihm gewesen, so mal so eine Geschichte, oder er hat ja gesagt, er kann nicht mehr so gut gucken. Ist alles gut, Michael, falls du das hier liest, also der andere Michael von Freelancer, ne? Alles gut. Jeder macht, was er will und wie er das will und das finde ich auch toll so. So, aber man soll dann auch mir meine Ruhe lassen und sagen, hör mal zu, Thomas, mach das so, wie du willst. Ob meine Schienen jetzt hier ein bisschen krummer liegen oder nicht, das kann man, diese Kritik nehme ich auf und habe das auch den Leuten gesagt, ja, habt ihr recht, die liegen krumm und schief, die sind auch noch gar nicht letzten Endes fertig, richtig verlegt und das werde ich noch richten und wenn das eben mal eine schief bleibt, dann bleibt sie eben schief, fertig. So,
Schluss mit dem Meckern. So, Rockrail, das nächste Video in den nächsten Tagen, vielleicht auch in den nächsten Wochen erst. Mal gucken, nächstes Wochenende oder kommendes Wochenende. Wir haben ja heute den Volkstrauertag. Tag der Deutschen Einheit ist bei mir immer Volkstrauertag, weil ich ein, kann das ruhig mal sagen, ein, jetzt dürft ihr euch alle, die aus neuen Bundesländern kommen, nicht beleidigt fühlen. Das ist nur meine Meinung. Die Wiedervereinigung ist der größte Fehler gewesen, die in Europa stattgefunden hat. Aber ich glaube, die Folgen davon, die werden wir noch gar nicht so. Deswegen ist bei mir die Flagge auf Halbmast. Aber nimmt es nicht persönlich, ist nur eine politische Einstellung. Gut, das war es von meiner Seite. Bis zum nächsten Mal. Tschüssi.